Die Halbwertszeit ist schon ein recht bekannter Begriff, aber wie ist er zu erklären? Und da kommen doch dann viele ins Trudeln. Und aus dieser Verlegenheit, da möchte ich euch gerne mal raushelfen. Und deswegen übernehme ich die Erklärung. Fangen wir erstmal ganz einfach an. Wo kommt die Halbwertszeit vor? Mathematisch gesehen ist es ganz einfach gesagt, die ist immer da, wo es eine exponentielle Abnahme gibt. Da gibt es ein paar berühmte Beispiele. Das berühmteste Beispiel ist die Radioaktivität. Ein radioaktiver Strahl erstrahlt und die Strahlung wird im Laufe der Zeit schwächer. Das kann man zeigen, dass das exponentiell ist und da macht dann der Begriff Halbwertszeit auch viel Sinn. Es gibt noch ein paar andere Situationen, zum Beispiel die Kondensatorentladung. Das sind so zwei Metallplatten, die elektrisch aufgeladen sind und sich über einen Widerstand entladen können. Und wenn man dann die Stromstärke im Laufe der Zeit misst, dann stellt man fest, auch hier liegt eine exponentielle Abnahme vor. Auch hier kann ich dann Halbwertszeiten definieren. Oder wenn Licht durch Glas dringt, je dicker das Glas ist, desto mehr Licht wird reflektiert oder abgeschirmt, desto weniger kommt durch. Auch das ist eine exponentielle Abnahme. Allerdings dann nicht in Abhängigkeit der Zeit, sondern in Abhängigkeit der Dicke, sodass ich dann hier von der Halbwertsdicke sprechen müsste. Klären wir nun den eigentlichen Begriff. Dazu schauen wir uns mal so einen typischen Graph an. Ich habe jetzt als Startwert einfach mal 100% genommen und exponentielle Abnahmen, die sehen ungefähr immer so aus, also so beim Startwert beginnt ein längs gekrümmter Graph. Schauen wir mal, wann die Hälfte erreicht wird, also die 50%. Das ist bei so, ja, so 4 1/4 Sekunden, würde ich etwa sagen. Oder eine andere Zeiteinheit, je nachdem, was man nimmt. Ich bleibe jetzt einfach mal bei Sekunden. Und guck mal an, was passiert, wenn ich jetzt nochmal die Halbwertszeit warte. Also insgesamt 8 1/2 Sekunden. Aha, dann ist nicht alles weg, sondern dann sind noch 25% über. Sprich, die Hälfte von den 50%, die ich vorher hatte. Und warte ich nochmal 4 1/4 Sekunden, also insgesamt 12 3/4 Sekunden, dann habe ich noch 12,5% über. Wiederum die Hälfte von den 25%. Das heißt also zusammengefasst, alle 4 1/4 Sekunden verschwindet die Hälfte von dem, was gerade da ist. Und das gilt auch bei anderen Startwerten. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel starten bei 80% oder so. Und wenn ich jetzt einmal die Halbwertszeit abwarte, bin ich bei 40%. Warte ich nochmal die Halbwertszeit ab, bei 20%. Und beim dritten Mal bin ich dann bei 10%. Und das führt mich zur eigentlichen Definition. Die Halbwertszeit ist kein Zeitpunkt, nennt diesen Zeitraum. Und zwar der Zeitraum, in der der Bestand um die Hälfte des Startwertes abnimmt. Wobei eben der Startwert, es ist völlig egal, wann ich anfange und bei welchem Wert ich anfange. Es ist immer die gleiche Halbwertszeit. Das ist übrigens ein Spezialding von Exponentialfunktionen. Das gibt es nur für Exponentialfunktionen. Bei anderen Funktionen klappt das nicht. Ja, das ist eigentlich schon die ganze Definition und wenn euch das gefallen hat und ihr das verstanden habt, dann freue ich mich über ein Like, ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, das freut mich auch immer sehr. Und für die, die ein bisschen härter sind in Mathematik, die können mal dranbleiben, jetzt will ich auch mal konkret ein bisschen rechnen, ein paar Beispiele. So, und dann nehme ich einfach mal jetzt die Funktion, die ich gerade dort genommen habe, das war 100% mal 0,85 hoch t. Und wenn ich jetzt die Halbwertszeit einsetze, also statt Laufvariable t einen konkreten Wert th, dann soll eben die Hälfte des Startwertes rauskommen, also 0,5 mal 100%. Und das will ich mal nach th auflösen, um das auszurechnen. Dazu teile ich erstmal durch 100%, ist auf beiden Seiten weg. Okay, Mathematiker werden sagen, durch 100%, das ist eh das gleiche wie durch 1, tut nichts, aber ich mache es trotzdem mal, dann sieht es auch schneller ein bisschen schöner aus. Und ich habe 0,85 hoch th, das ist 0,5. Jetzt weiß ich, die gesuchte Größe, die ist im Exponenten und wer mathematisch ein bisschen gebildet ist, der weiß, wenn ich eine Größe im Exponenten suche, dann brauche ich den Logarithmus. Das heißt, ich muss jetzt den Logarithmus ziehen und zwar zu der Basis, die da drunter steht. Das heißt, ich ziehe den Logarithmus zur Basis 0,85 und habe dann th da stehen, gleich Logarithmus zur Basis 0,85 von 0,5. Kann das in den Taschenrechner eingeben oder ein Computerprogramm, tippe das ein und kriege heraus 4,26 Sekunden in diesem Fall. Also ziemlich genau die 1/4 Sekunden, die wir abgeschätzt haben. Das ist doch prima, passt zusammen. Dann können wir die junge Dame da auf dem Bild auch mal lächeln lassen. Ich hingegen lege noch eine Schippe drauf und gucke mir mal an, was passiert, wenn die Exponentialfunktion zur Euler-Basis e gegeben ist. Das ist jetzt ein Zielbahn der Sekundarstufe 2. Da lernt man dann auch noch die Eulersche Basis kennen und kann Exponentialfunktionen auch zu dieser Basis angeben. Mit ganz speziellen Eigenschaften. Wer jetzt noch in der Sek 1 ist oder in der Jahrgangsstufe 11, der kann dieses Kapitel einfach mal auslassen.
Ich schreibe unser Beispiel mal jetzt mit der Euler-Basis. Das ist dann 100% mal e hoch minus 0,163 mal t. Und jetzt mache ich das gleiche Spiel wie vorher auch. Das heißt, ich setze jetzt die Halbwertszeit ein, schreibe also statt der Laufvariable t die Halbwertszeit th hinein und sage, dann muss halt die Hälfte von den 100% übrig bleiben. Jetzt wieder das gleiche Spiel. Ich löse nach th auf. Erstmal durch 100%, dann ist das weg. Also e hoch minus 0,163 mal th ist 0,5. Dann ziehe ich den Logarithmus zur Basis e. Das ist der natürliche Logarithmus oder auch Logarithmus naturalis genannt und hat das Kürzel ln. Dadurch rutscht dann der Exponenten runter in die Basis. Also hier steht dann minus 0,163 mal th und auf der anderen Seite steht ln von 0,5. Da bin ich auch schon wieder fast fertig, denn jetzt muss ich nur noch durch den Vorfaktor von th teilen, also durch minus 0,163 und dann habe ich es auch schon. Die Halbwertszeit ist der Logarithmus naturalis von 0,5 geteilt durch minus 0,163. Eingeben in Taschenrechner, zack, sind wieder die 4,25 Zeiteinheiten. Letzte Runde. Die Halbwertszeit th ist gegeben. Das kann zum Beispiel passieren in Form einer Nuklidkarte. Und jetzt ist die Fragestellung andersrum. Wie ist die Funktion, die dahinter geht? Wenn ich die Halbwertszeit habe, denn mit der Funktion kann ich dann wieder ausrechnen, welchen Wert habe ich noch über, wenn ich so und so lange warte. Oder wie lange muss ich warten, bis ich den und den Wert habe. Dann schauen wir mal. Also ich nehme jetzt wieder unsere Halbwertszeit, die Werten, also die 4,25 Sekunden, auch wenn hier in der Nuklidkarte bei den Isotopen, die dort eingetragen sind, ein paar andere stehen. Und versuche mal dazu, die Funktion aufzustellen. Jetzt weiß ich, es ist eine Exponentialfunktion. Das heißt, hat die Bauart f von t ist gleich Startwert mal Basis hoch t. Wobei, jetzt kenne ich halt, für den Startwert habe ich die 100% eingesetzt, das weiß ich, aber ich kenne die Basis nicht. Das ist jetzt mein Problem, das ich ausrechnen will. Und um die Basis rauszukriegen, setze ich das Einzige ein, was ich halt noch kenne. Und das ist eben die Halbwertszeit. Das heißt, ich weiß, wenn ich die 4,25 Sekunden einsetze, dann bleibt die Hälfte nur noch von dem über, was ich vorher hatte. Also setze ich das mal ein. Also f von 4,25, 100% mal b hoch 4,25 ist die Hälfte von 100%. So, erstmal wieder ruckzuck die 100% da weg, also durch 100%. Dann steht da b hoch 4,25 ist gleich 0,5. Und jetzt muss ich ein ganz kleines bisschen anders vorgehen, denn jetzt steht ja die gesuchte Größe nicht im Exponenten. Das heißt, ich brauche nicht den Logarithmus, sondern sie steht unten in der Basis. Dann muss ich ein bisschen mit Potenzfunktionen arbeiten. Hoch 4,25 kriege ich weg, indem ich mit dem Kehrwert potenziere, also hoch 1 durch 4,25. Und ich weiß, meine Basis ist b ist gleich 0,5 mal, 0,5 hoch 1 durch 4,25. Das kann ich auch wieder in den Taschenrechner oder einen Computer eingeben. Manchmal schnell und es kommt heraus 0,85. Keine Überraschung. Das heißt, ich habe die Funktion wieder gefunden. F von t ist 100% mal 0,85 hoch t. Ja, und so schließt sich der Kreis. Und auch mein Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergebracht. Ihr konntet was lernen und könnt das nun anwenden auf eure Probleme. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.